Was geht YouTube? Hier ist der Fresh TRS von 5 Stars Gaming und heute zeige ich euch Modern Warfare 3, kein Halo Gameplay, auf der Map Village und eine Runde Herrschaft. Ich spiele wie immer mit der G36C, wie immer sage ich, weil ich eigentlich immer mit dieser Waffe spiele. Normalerweise spiele ich diese Waffe mit zwei Aufsätzen, das tue ich zwar hier auch, aber nicht mit den normalen Aufsätzen, die ich benutze, sondern mit ACOG-Zielfernrohr und Schrotflinte. Hört sich zwar ungewöhnlich an, aber ich benutze es einfach mal, weil ich Abwechslung brauche. Da sieht man gerade einen geilen Bouncing Betty Fail, den ich da reingeschmissen habe. Ich wollte eigentlich über die Wand werfen, weil da oftmals welche sind, aber hat so nicht ganz geklappt. Als Perks habe ich dabei Plünderer, Schneller ziehen und Meisterschütze. Plünderer habe ich dabei, weil ich irgendwie so ein Munitionsfetischist bin. Ich brauche Munition, keine Ahnung warum. Ich verballer sehr viel Munition. Nicht irgendwie, weil ich jetzt nicht den Gegner sehe, sondern einfach, weil irgendwas, was ich sehe, anhitze, um zu gucken, ob es wirklich ein Gegner ist. Das sieht man in diesem Spiel nicht so besonders, weil dieser Kontrast zwischen der Figur und Map nicht so besonders ist. Schneller ziehen habe ich dabei, weil ich... Ansonsten könnte ich noch Hardliner mitnehmen, aber ich bin nicht so der Fan von Hardliner. Ich schärfe meine Sachen auch so. Ich habe jetzt die Abschlüsse ja nicht so hoch angelegt, dass ich jetzt irgendwie Hardliner brauchte. Was gibt es denn noch so bei den roten Perks, bei den zweiten Perks? Das wäre jetzt zum Beispiel noch Assassin oder Overkill und von den Perks bin ich jetzt nicht so gerade der Fan. Assassin, finde ich, dürfte man in gar keinen Fall nehmen. Ich hasse dieses Perk einfach nur. Ich werde oft von diesem scheiß Perk gekillt, weil irgendwelche Camper da sind und weil sie mir einfach das Vertrauen auf mein Radar einfach zerstören. Also das ist so viel dazu. Aber Assassin wird ja sowieso ganz viel auf YouTube geflamed. Da möchte ich jetzt nämlich auch nicht noch groß weiter dran aufhalten. Und Meisterschütze habe ich dabei, weil ich es geil finde. Punkt aus. So. Dann habe ich als Abschussjäger dabei die Predator-Rakete. Die habe ich auch gerade schon gezündet. Dann habe ich dabei den Angriffshelikopter, den habe ich auch schon gezündet und gerade die Reaper bekommen. Ich habe so ein bisschen defensiv gespielt, bis ich die Reaper habe, weil ich vorher ein paar Gameplays hatte und dann bin ich immer vor der Reaper gestorben und dann wird man aggressiv und aggressiv. Deswegen habe ich mir gedacht, bleib mal ein bisschen was defensiver und warte, bis der Angriffshelikopter dir die Reaper holt und dann klopfst du sie später raus. So, da kriege ich dann jetzt auch schon meinen ersten Scheißdreckskill, weil da die Gegner gespawnt werden und dann war die Munition leer. Scheiße. Normalerweise hätte ich natürlich weiter mit Magazinen dabei, dann wäre mir das nicht passiert. So, dann möchte ich heute, mein Thema von diesem Commentary ist, warum stellen wir uns vor, jetzt hier einfach mal so Commentaries zu machen, die hochzuladen. Ja, es hat einfach alles damit angefangen, dass wir halt mit Leuten in Kontakt kamen. Wir haben halt YouTube geschaut, wir haben halt Asi Ali, die ganzen Kommentatoren haben uns angeschaut. Asi Ali ist jetzt persönlich nicht mehr, ist nicht mehr so mein Fall. Ich stehe da mehr so auf die Commentaries, nicht auf die Musik im Hintergrund laufen lassen, Schiene. Ja, auf jeden Fall sind wir halt so in Kontakt mit YouTube gekommen, also speziell in Kontakt mit MW3, MW2, Black Ops. Ja, also persönlich noch was zu mir. Ich spiele schon sehr lange Ego-Shooter, nicht online. Online spiele ich allerhöchstens erst seit 4 Jahren. Oder, ja, 4 Jahren kommt hin. Und vorher habe ich halt immer Halo gespielt, immer offline. Ich habe halt mit 7 Jahren angefangen, Halo zu spielen. Es gibt es jetzt auch schon 10 Jahre, ist jetzt auch das Jubiläum gefeiert worden, 10 Jahre Halo. Und ja, ich habe auch vor, Halo Gameplays hochzuladen. Da würde ich direkt mal fragen, könnt ihr mir direkt in die Kanalkommentare reinschreiben, wie wäre es, wenn ich euch mal so ein bisschen Halo, so ein Tutorial im Prinzip mal so hochladen werden sollte. Und euch einfach mal so erklären, welche Waffen benutzt man beieinander. Weil es gibt wirklich viele Leute, die haben eine Xbox, aber kein Halo. Ich kann das irgendwie nicht verstehen. Ich finde, Halo ist für die Xbox ein Must-Have. Also kann ich gar nicht verstehen, wie die Leute sagen, dass sie kein Halo spielen wollen. Naja, jeder sein eigen. Auf jeden Fall bitte unten drunter schreiben, wollt ihr Halo-Gameplay sehen, ja oder nein. Ich habe auf jeden Fall schon welche auf der Festplatte, dann werde ich die innerhalb von 2 Tagen dann direkt rauskloppen. Ja, und dann... ja, noch was zu unserer Geschichte. Wir haben halt angefangen, mit einer Dazzle aufzunehmen. Da wurde halt unser Projekt gestartet. Das hieß damals noch Force 6, The Force 6. Den Kanal gibt es, glaube ich, immer noch. Da haben wir ein einziges Gameplay hochgeladen und dann haben halt so viel negatives Feedback bekommen. Ja, dass die Qualität scheiße ist, dass das Commentary scheiße ist. Und haben wir uns gedacht, ja, legt uns doch am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, macht's selber.
und haben die Scheiße halt gelassen. Sage ich jetzt einfach mal Scheiße, weil es in dem Moment einfach Scheiße für uns war. Aber dann hat sich das Bett halt gewendet. Nach 2 Monaten, gut 2 Monaten, haben wir halt gesagt, wie wäre es, wenn wir es doch einfach jetzt mal hier Gameplays machen und die auf YouTube hochladen. Habe ich halt zu mit einem Freund überlegt, aber wenn dann, dann holen wir uns eine HDPVR. Und dann sind wir halt drauf gekommen, haben halt so gedacht, ja, wann holen wir uns die? Und dann ist halt Weihnachten ziemlich gelegen gewesen, dass wir die zu Weihnachten bekommen von Eltern. Und dann habe ich halt die HDPVR jetzt vor, also Heiligabend habe ich meine HDPVR bekommen und der Real Crystal auch. Fresh Johnson besitzt keine, von dem werden wir die Gameplays abfilmen. Und ja, vom restlichen Clan auch so. Außer bei Mizuki, das ist unsere Designerin, sagen wir jetzt einfach mal so, die hat im Prinzip alles bei uns designt. Die spielt auch mit uns, hat momentan aber sehr wenig Zeit, dadurch, dass sie eine Ausbildung macht zur Hotelfachfrau, wenn ich mich nicht irre. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt da nicht so informiert bin. Auf jeden Fall hat die sehr wenig Zeit, die arbeitet halt auf Schichten und ist relativ viel unterwegs, hat auch viel zu tun. Ja, persönlich ich mache meine Fachabi mache ich momentan in Richtung Bautechnik. Ich möchte halt später technischer Gebäudeausstatter werden. Dann werde ich auch den Studiengang dann absolvieren. Das ist dann technische Gebäudeausrüstung, nennt sich dieser Studiengang. Und ja, werde dann hoffentlich in ferner Zukunft dann diesen Beruf ausüben können, weil der interessiert mich dann doch sehr. Das dann erstmal zu meiner Person. Ja, dann nochmal zum Gameplay. Also dann gehe ich nochmal aufs Gameplay ein. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, gehe ich nochmal aufs Gameplay ein. Jo. AC-Zielfernrohr benutze ich eigentlich recht selten. Ist jetzt nicht so meins, aber dadurch, dass ich gesagt habe, ich muss mal was Neues haben, habe ich jetzt einfach mal draufgeschraubt und die Schrotflinte benutze ich eigentlich gar nie. Die ist so gut wie gar nicht dabei, weil ich die einfach scheiße finde. Man braucht irgendwie, wenn es gut läuft, 2 Schüsse, um einen zu töten und wenn es schlecht läuft, was weiß ich, ein ganzes Magazin. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Ja, das Gameplay spiele ich recht defensiv, weil halt mit AC-Zielfernrohr kann man jetzt nicht irgendwie groß drauf zurushen und jetzt die Gegner wegbratzen. Ah, da kommt jetzt eine geile Stelle, da sehe ich die ersten beiden, töte sie und dann höre ich danach, dass welche kommen. Zack, die Schrotflinte, zack, ein Schuss und dann noch 2 Schuss und da kommt Martyrium und dann mein Lieblingsdrecks, hast nicht gesehen. Ich hasse Martyrium. Nochmal so nebenbei. Gut erholt for the win. Und dann pratze ich da auch noch einen weg, krieg meinen Kampfhelikopter, will den noch auslösen, hör mir die Punkte und dann packe ich mal noch die Predator-Rakete, möchte die auch noch auslösen. Und dann ist das Spiel aber auch schon gelaufen. Das Spiel endet mit einem 28 zu 4. Ich finde, das ist eine recht gute KD. Kann sich sehen lassen und ich möchte mich verabschieden. Da sieht man noch die Killcam von GoGote. Nochmal Dankeschön an ihn, schöne Abschlusskamera und ich verabschiede mich. Ciao. Haut rein!